Ein Jahr Fridays for Future gibt es heute in Graz, also das wird zumindest einmal dort mit einem Jubiläumsstreik, wenn man so möchte, begangen. Eigentlich, in Wien gibt es das Ganze schon ein bisschen länger, international noch mehr, aber insgesamt schon eine ziemliche Leistung und eigentlich auch etwas, womit vermutlich zu Beginn dieser Bewegung keiner gerechnet hat, dass sich das tatsächlich so lang und konsequent hinziehen wird. Da werden viele gedacht haben, naja, die gehen da jetzt einmal 14 Tage nicht in die Schule am Freitag und dann ist das Ganze irgendwann wieder gegessen. Nein, die ziehen das wirklich durch. Hat sich aber auch tatsächlich mittlerweile schon irgendwas spürbar verändert? Ja, also ich meine, Graz ist ein gutes Beispiel. Dort hat es vor einem Jahr begonnen. In Graz wurden in der Zwischenzeit sehr viele Aktivitäten zumindest angekündigt. Es werden Expertenbeiräte einberufen. Es gibt große Programme, die aufgelegt werden. Viel umgesetzt ist tatsächlich noch nicht worden. Also das ist, glaube ich, ein bisschen die Bilanz, die man nach einem Jahr ziehen muss, die ein bisschen durchwachsen ist. Auf der einen Seite, das Bewusstsein ist tatsächlich in der Breite der Gesellschaft angekommen. Ich glaube, das geht an niemanden von uns vorbei. Das Klimathema ist allgegenwärtig in allen Ausprägungen, von der Klimahysterie bis zur Klimasorge. Aber die Frage der Umsetzung ist das, was uns tatsächlich beschäftigt. Du siehst es auch im Regierungsprogramm, da gibt es von ÖVP und Grünen ein klares Bekenntnis zu mehr Klimaschutz. Was dann tatsächlich umgesetzt wird, jetzt auch im Hinblick auf die ökosoziale Steuerreform, im Hinblick auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, da sind wir noch sehr stark im Bereich der Arbeitsgruppen, Bereich der Initiativen und Ankündigungen und da muss noch einiges auf den Boden gebracht werden. Was würdest du, wäre jetzt mal wirklich der wichtigste Punkt, den man sich herausgreifen sollte? Ja, also ich finde das, was jetzt mit dem 1-2-3 Klimaticket gemacht wird, also tatsächlich zu schauen, dass der Nahverkehr günstiger wird und dass die Menschen umsteigen vom Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel oder das möglich ist, das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wenn wir aber nicht auch darüber nachdenken, wie wir die Industrie regulieren können und zwar auf eine Art und Weise, dass nicht der Standort geschädigt wird, weil das muss man halt auch immer berücksichtigen, dass wir in einem internationalen Wettbewerb sind, sondern auf eine Art und Weise, dass vielleicht auch die Vorreiterrolle, die Österreich im Bereich der alternativen und klimafreundlichen Technologien hat, gestärkt wird, dann ist der richtige Ansatz. Ich glaube, es braucht beim Klimathema, das so eine Querschnittsmaterie ist. Das beginnt am eigenen Teller mit der eigenen Ernährung und endet eben bei der Frage, wie Industrieprodukte hergestellt werden. Es braucht auf allen Ebenen ganz konkrete Maßnahmen, in Graz genauso wie in Wien und dann auf europäischer Ebene. Weil du das 1-2-3 Klimaticket angesprochen hast, ist es nicht eigentlich auch eher trotz alledem, auch wenn man was vergünstigt, ein Thema, womit man sich vielleicht das Thema Klimaschutz eher verhunzt, weil es gibt ja viele Pendler, vor allem im Osten, die dann quasi gleich zwei Bundesländer brauchen, so, die zahlen dann halt 2 Euro am Tag, das sind summa summarum knapp 700 Euro, die muss man auch zuerst einmal letzten Endes haben. Viele Bürger haben das Gefühl, das geht auf ihre Kosten, dieser Klimaschutz. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, eben in der Industrie im großen Maßstab eher anzusetzen, dort, wo wirklich die größten Klimasünder, Stinker, wie auch immer man das bezeichnen will, zu Hause sind, macht da der Individualverkehr wirklich so viel aus, dass man als erstes bei den quasi kleinen ansetzen muss? Nein, ich glaube natürlich nicht. Also es ist ganz wichtig, dass wir auch in der Klimagerechtigkeitsdebatte niemals die soziale Ungerechtigkeit noch weiter befeuern. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, das uns jetzt beschäftigen wird. Die Frage, wie kann man Klimagerechtigkeit auch sozial verträglich machen? Du hast es angesprochen, der Pendler, der auf das Auto angewiesen ist, also dort, wo es nicht einmal öffentliche Verkehrsmittel gibt, das ist nicht nur das Thema, ob er es sich leisten kann, sondern es ist der blanke Hohn, dem zu sagen, er soll bitte auf den Bus umsteigen, der einmal in der Stunde fährt. Also das geht einfach auch gar nicht. Da müssen wir noch viel, viel mehr in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs investieren. Wir müssen uns auf der einen Seite bewusst machen, was können wir als Einzelne dazu beitragen, um für mehr Klimagerechtigkeit zu sorgen. Da ist der persönliche Konsum, das persönliche Konsumverhalten, Stichwort Fernreisen und so weiter, ein Riesenpunkt. Was man aber nicht machen sollte, ist, den Fehler anheimzufallen, zu glauben, dass wir mit diesen kleinen Adaptierungen in unserer Lebenswelt das große Ganze jetzt sofort und drastisch ändern können. Wir brauchen die Änderungen in den Produktionszyklen, in der Industrie, vor allem auch im globalen Warenverkehr. Da können wir als Österreich, als kleines europäisches Land einen Beitrag leisten. Aber wir sollten auch nicht dorthin kommen, dass die Frage um Klimagerechtigkeit die Bevölkerung spaltet. Das ist meine große Sorge, weil dann verabschieden sich einfach manche und sagen dann, rutscht man Buckel runter, wenn ich angeblich der Klimasünder bin. Und daher braucht es ganz viel Dialog. Das wird die Herausforderung der Politik auch sein, die hoffentlich das Signal der streikenden Kinder vor einem Jahr und der Greta Thunberg ernst nehmen und sich überlegen, wie können wir in unserer politischen Verantwortung auch einen Beitrag leisten, dass dieser Dialog gestärkt wird. Ich hätte
Entschuldigung, ich hätte eine Frage noch, und zwar heute findet auch ein Klimajugendrat in Wien statt. Da wird unter anderem ins Feld geführt, dass sich Jugendliche, die da mitmachen wollen, mit Nationalratsabgeordneten, sagen wir mal, in Verbindung setzen, kurzschließen können, denen ihre Sorgen, Wünsche und Hoffnungen zutragen können. Meine Frage, wie ist dein Gefühl eigentlich? Machen Politiker das derzeit einfach, weil es sich schickt, weil es gut für das Image, gut für die PR ist, dass sie sozusagen hier Kinder hören oder Jugendliche hören? Oder ist dein Gefühl tatsächlich das, dass die das ernst nehmen, auch was die Jüngsten sagen? Werden die Jüngsten tatsächlich ernst genommen? Wie ist dein Eindruck? Sowohl als auch. Also es gibt natürlich die einen, die das ein klassischer Opportunismus ist, wo sie sagen, ja, dann mach mal ein paar schöne Fotos mit ein paar Kindern und dann habe ich hoffentlich wieder Ruder. Ich glaube aber, dass tatsächlich ein Umdenken in allen Parteien oder fast allen Parteien stattfindet. Ich sehe das auch ganz stark bei der ÖVP, wo es tatsächlich immer mehr Menschen gibt, die sagen, ja, stimmt, das ist eine Verantwortung, die wir tragen, wo der Dialog auch gestärkt wird in die Richtung. Ich halte es auch, wenn es nur Show sein sollte, mir ist lieber, sie machen diese Show, als sie machen es nicht, weil irgendwas von dem, was die Kinder schreien auf der Straße oder im Dialog auch besprechen, wird hoffentlich hängen bleiben, wenn es da rein und da rausgeht. Auch wenn es nur 10% sind, ist besser, sie hören gar nicht hin. Obwohl, ein kleines Problem gibt es ja auch manchmal. Wir sind eben ganz oft dabei, eben auch wenn die Jugendlichen da protestieren, und oft haben sie einfach Vorschläge, die nicht umsetzbar sind. Wie, wir wollen alle Autos radikal raus, keine Autos mehr. Also da wird man, da fühlt man sich wirklich schon schlecht und hat schon Angst, dass sie, also das geht halt auch wieder in die falsche Richtung, muss man sagen, oder? Ja, aber das ist die Aufgabe der Jugend. Also Sturm und Drang ist ja ein geflügeltes Wort. Wir brauchen diesen Sturm und Drang, auch in der Politik. Ich habe einen 3-jährigen Bub, der kann zwar noch nicht reden, aber ich bin mir sicher, wenn er reden könnte, dann würde er wahrscheinlich auch irgendwelche totalen Utopien formulieren. Aber diese Utopien und dieser kindliche Zugang, manchmal auch die Aggression und diesen Sturm und Drang, das alles niederzureißen, den sollten wir ernst nehmen, auch aufnehmen und uns daraus nähern und die Kraft nehmen, das umzusetzen, was möglich ist. Weil wir denken eh alle viel zu sehr in Problemen und zu wenigen Lösungen. Wir sind alle konditioniert und haben unsere Glaubenssätze, was geht und was nicht geht. Und da ist es nicht schlecht, wenn die Kinder und Jugendlichen einmal sagen, bitte fokussiert euch zuerst einmal nicht auf das, was geht, sondern denkt an das große Ganze. Formulieren wir eine Utopie gemeinsam, wie eine Welt ausschauen könnte und müsste, in der auch noch die Kinder und Enkelkinder eine Zukunft, eine lebenswerte Zukunft haben. Und ich finde, da ist diese Stimme gar nicht schlecht. Also gut tatsächlich, dass man mit Panzer auf Spatzen schießt, damit zumindest irgendwas hängen bleibt sozusagen. Ja, absolut. Also lieber mal ein bisschen übertreiben, aber dafür bleibt auch am Ende des Tages irgendwas auch tatsächlich hängen, als wenn man gleich nur zu vorsichtig reingrätschen würde.